Hallo, willkommen zu Wir in Stuttgart. Heute haben wir zwei Beiträge zum Thema Kunst. Kunst als Form einer Selbsttherapie. Besondere Kunstwerke von Outsidern werden jetzt in der neuen Galerie der Stuttgarter Caritas gezeigt. Und Energietanken durch Kunst und Malerei. Renata Schepmann zeigt uns ihre besondere Art und Weise, ihren Gefühlen und Gedanken Ausdruck zu verleihen. Woran denken Sie, wenn Sie an Armut in Stuttgart denken? Die Caritas denkt da in erster Linie an Menschen. Menschen neben der Gesellschaft. Menschen, die aus irgendeinem Grund nicht mithalten konnten mit dem Leistungsdruck. Menschen, die krank wurden, die sich wertlos fühlen. Unsichtbare Outsider. Um diesen Menschen Anerkennung und Sichtbarkeit zu geben, wurde jetzt in Stuttgart-Mitte eine neue Galerie eröffnet. Sie trägt den passenden Namen Galerie Sichtbar. Hier treffen wir Künstler Sebo. Der Stuttgarter mit kurdischen Wurzeln leidet an Depressionen. Was hat Sie bewegt mitzumachen? Was mich bewegt hat? Das seelische Leiden. Vom Dunklen ans Licht zu finden. Mhm. So aus Ihrer eigenen Perspektive oder auch im Zusammenhang mit den Leuten, die allen mitmachen? Das ist rein aus meiner eigenen Perspektive und danach später habe ich gemerkt, aber dass die Leute gemeinsam diese Ideen haben. Wir fühlen uns sowieso wie eine Ersatzfamilie. Dass wir uns sowieso schon am ersten Tag geduzt haben. Klar, jeder von uns ist schon leider von Schicksal ein bisschen getroffen und sind abgestürzt, aber wir geben nicht auf. Wir haben die Hoffnung sehr dadurch viel erobert. Auf Medikation ist er heute zur Eröffnung der Galerie gekommen. Hier hängt sein Gemälde. Es zeigt seine Tochter. Und ich bin seit kurzem dabei und bin auch super glücklich. Ja, und was meine Kunst, sage ich mal, betrifft, gebe ich das Seelische, das kommt einfach. Das kann man einfach nicht beschreiben. Es gibt Momente, auch wenn das hier nicht in der Galerie ist, auch zu Hause üben wir das weiter. Da, wo wir unter Depressionen stehen, nehmen wir irgendwelche Zettel und Pinsel und zeichnen was. Und dabei kommt ganz spontan was raus, so wie dieses Bild zum Beispiel, was von mir gemacht worden ist. Und es tut einem gut. Das ist ein richtiger Heilmittel, würde ich sagen. Was steht hinter Ihrem Bild? Was haben Sie da verarbeitet? Sehnsucht. Sehnsucht nach meiner Tochter. Von ihr, dass ich circa 2 Jahre leider keine Möglichkeit hatte, sie sehen zu dürfen. Und versuchen mich spontan von ihrem Gesicht alles zu erinnern. Mhm. Und das kam dann einfach alles rüber auf dem Bild. Dass man jede Details versucht zu erinnern. Augen, Nase, die Lächeln, Mimics. Und Sehnsucht natürlich. Ja. Und das nicht sehen können, bedingt durch eine Scheidung, oder? Ja, Mutter wollte das so haben, muss ich leider gestehen. Und ich will auch Zeit geben für meine Tochter. Sie ist erst 13,5, braucht auch Zeit. Ich kann verstehen, die Trennung schadet meistens die Kindern. Und da muss man kräftig sein und abwarten, bis er erstmal erwachsen ist, die Sachen verstehen kann. Die muss auch verstehen, dass die Menschen, auch erwachsene Menschen, sich nicht verstehen können und trennen müssen. Und das wollte ich verhindern, dass mein Kind später dann eine psychische Störung bekommen könnte. Und natürlich der Vorschlag auch von Jugendamt, dass man einfach die Sachen beruht, abwartet, obwohl mir das sehr, sehr schwer fällt. Aber man muss sich manchmal opfern für ihre Kinder, sage ich mal. Deshalb lebe ich sie gerne in meine Träume und indem ich sehr depressiv bin, an sie erinnere und dann nehme ich meinen Pinsel, mein Blatt und versuche sie immer zu zeichnen und es ist mein bestes Mittel. Okay.
Danke. Die Caritas arbeitet in vielen verschiedenen Kreativgruppen mit den hilfsbedürftigen Menschen aus schweren Lebenssituationen, die zum Beispiel bei der Wohnungsnotfallhilfe und der Frauenpension aufgefangen werden. Wir haben eine Kreativgruppe in der Olgastraße unter anderem, auch in der Frauenpension im Carlo-Stepp-Haus. Und die haben sich zusammengeschlossen und haben diese Galerie eröffnet. Zum Hintergrund habt ihr ein Ziel, wollt ihr was mit aussagen? Ja, und zwar geht es darum, auch den Künstler hinter den Kunstwerken zu präsentieren, den Künstler wahrzunehmen als Mensch, wie er wirklich ist. Weil die Kunstwerke, in den Kunstwerken werden viele Sachen auch verarbeitet, die die Leute verlebt haben. Trauma, Scheidung, schwere Kindheit und so weiter. Wir haben einen Klienten, der auch sehr depressiv ist, Herzprobleme hat. Und wenn er malt, vergisst er das alles und ist halt für 2 Stunden total in einer anderen Welt. Und die Leute hier, die verstehen sich, die Kunst verbindet und sie sind alle gleich. Aber es sind Menschen wie Sie und ich. Die Outsider-Galerie Sichtbar finden Sie ab sofort in der Katharinenstraße, Ecke Pfarrstraße in Stuttgart. Was meine Hände fabrizieren, was aus mir heraus entsteht und ich erfüllt bin von alledem, dadurch ist eine besondere Atmosphäre da. Was bin ich glücklich? Regio TV. Zu Gast bei Renata Schäpmann im Art Atelier 21, inmitten einer alternden Einkaufspassage in Böblingen. Die Businessfrau arbeitet Vollzeit bei einem der beiden großen Autohersteller der Region Stuttgart. Ihre zweite Leidenschaft ist die Kunst und eine spezielle Art, mit Farbpigmenten dreidimensionale Gemälde zu erschaffen. Die Technik hat sie nicht erfunden. Sie hat es damit allerdings geschafft, ihre Seele auf Leinwand zu transportieren. Ich arbeite sehr gerne mit Naturmaterialien. In dem Fall werde ich Pigmente mit Wachs verarbeiten. Dazu werde ich die Pigmente in dem weichen Wachs auflösen und direkt mit den Händen auf das Bild auftragen. Der wird auch noch weicher durch die Wärme von den Händen. Ist also ein Spezialwachs. Genau. Ganz spezieller Wachs, genau. Und die Pigmente müssen natürlich irgendwie eingebunden werden. Das heißt, ich verteile das jetzt. Das ist also auch durch die Wärme und durch die Reibung hier. Das hat, wie du siehst, der Wachs nimmt ja die Farbe von dem Pigment an. Und dann geht das nochmal direkt auf meine Hände. Hier ist direkt einbinden. Schau. Das irgendwo auf einer Stelle, vielleicht hier. Also die 2 Bilder, die hier hängen, die sind quasi noch so im Prozess. Ja, selbstverständlich. Die sind noch gar nicht fertig. Da kommen jetzt noch ganz, ganz viele Schichten drauf. Mhm. Wir haben jetzt hier schon Schicht von Marmormehl mit Hautleim gebunden, Sand, Quarzsand. Darunter ist natürlich auch wieder Farbe. Jetzt sind wir bei einem Bild, was schon vollendet ist. Genau, das ist mein letztes Werk, welches ich vollendet habe. Auch aus der neuen Serie. Ich würde tatsächlich diese Serie vielleicht tatsächlich Transformation des Seins nennen. Mhm. Tiefgründiger Titel, weiß ich, aber ich versuche jetzt auch noch tiefgründiger in meinen Werken zu sein. Ich arbeite hier auch sehr viel mit vielen, vielen, vielen Schichten, mit Strukturen, mit ganz kräftigen Strukturen. Ich liebe diese kräftigen Strukturen. Das ist wie eine Häutung. Ja, wie ist eine Häutung von einem Reptil oder so, ne? Oder von mir. Jedenfalls geht die Transformation unter die Haut und so ganz schmerzfrei ist es auch nicht. Das hat ja fast schon ein bisschen was, könnte Blut drunter sein. Ja, jede Veränderung ist irgendwo schmerzhaft, weil wir Menschen haften immer daran, an diesem, was wir haben, weil wir vielleicht auch
Angst vor Veränderung haben, aber eine Veränderung ist doch jeden Tag in unserem Leben. Angefangen vom morgens aufstehen bis abends schlafen gehen. Wie hast denn du die Technik gelernt? Tja, ich habe im Laufe der Zeit einfach ganz viele Kurse besucht. In den Kunstakademien, in privaten Kunstakademien. Dann habe ich zwischendurch auch nebenberuflich auch Kunst studiert. Und du unterrichtest aber auch diese Technik, du gibst es weiter. Ja, ich gebe auch weiter diese Technik. Also in dem Fall arbeite ich hier mit dem Marmormehl und Knochenleim. Und jetzt hier in dem Fall also direkt mit den Händen und verteile die Pigmente, die eingelöst sind, in einem weichen Wachs. Und ich gebe das weiter. Ich gebe Kurse bei mir im Atelier hier in Böblingen. Das macht viel Spaß, weil also man hat so viele dankbare Menschen um sich herum und man kann zusammen auch wirklich was Tolles erschaffen. Also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass also mindestens einmal im Monat habe ich hier einen Kurs und dadurch habe ich auch schon viele, viele, viele tolle Menschen kennengelernt. Mhm. Ja. Du kannst dir natürlich die Technik weitergeben, aber so die Inspiration oder das Endresultat, das kommt dann direkt aus den Leuten, aus jedem eigenen, ja, einzelnen. Also, weißt du, ich kann ja meine Technik, guck mal meine Hände, aber es ist typisch. Das ist ja so, ich bin der Meinung, dass man die Techniken eigentlich wirklich zu 100% weitergeben kann, weil selbst wenn die Leute versuchen, meine Bilder nachzumachen, die können ja meine Seele ja nicht nachmachen. Mhm. Und jeder hat seine eigene oder jeder ist in seinem eigenen Dasein irgendwo in einem Punkt, wo es hat natürlich die Gegebenheiten um den herum ja auch sich in diesen Bildern ausdrücken. Das heißt, wenn ich diese Technik weitergebe, heißt es jetzt nicht, dass der mich dann nachmacht, der oder diejenige mich nachmacht, sondern jeder muss im Prinzip, jeder macht das auch zu seinen eigenen. Unter der eingeblendeten Adresse finden Sie weitere Informationen zu Renata Scheppmanns Ausstellungen und Workshops.